darfst jetzt das Leben einer Geisel verantworten. Ich darf das Leben einer Geisel verantworten. Boah, ich glaube, dieser das ist nicht kleine gut, dass Pisser da draußen, der weiß das nicht, dass Mord, er das selber da zu verantworten hat, Mann. Von der Tür oh, weg. Oh, die schießen. Kriegst du noch ein Hello Kitty Pflaster von mir drauf und dann passt das. Gut, Herr Montana, dann stellen Sie sich bitte einmal auf den schwarzen Teppich. Ich habe den Namen rausgefunden, ich habe auch seine Tele. Einfach 813 Ray Malone hat dich gefickt. Ey, Großmaul, wer hat mich gefickt? Ray Malone. Ray Malone? Du lachst noch, Junge. 813 Ray Malone. Er lacht noch. Spätestens wenn ich mit meinen Meth-Augen vor dir nochmal stehe, dann lachst du nicht mehr, Ray. Kannst du. Ja, die haben sie erschossen, die Cops. Aber cool, wie ihr die Geisel erschossen habt, auf jeden Fall. Conny. Ja. Wo ist der andere? Der Bebe. Ja, das ist der ist gute Frage. Mr. Bebe? Ja. Hat der es geschafft, ja? Boah, wahrscheinlich, ne? Dieser kleine Wichser. Ja, wieder Pfusch bei der Arbeit, hä? Gut so. Kann mal die Sirenen ausmachen? Gell, mach mal den Scheiß aus, Alter. Tütata. Jetzt mal. Ich bin Nikola, ich hab voll den guten Plan. Willst du, dass wir schlagen? Willst du, dass ich dich schlage? Ich bin gerade auf 170. Das ist auf 175. Ich bin auf 177. 178 und halb. Ich bin immer ein mehr als du. Oh, immer zwei mehr als du. Nikola, haben die dir auf die Fresse geboxt oder was? Nein, ich hab mal ja gefuckt. Wir müssen noch ausbrechen. Wurde denn die Frau Ivanov noch bitten, einmal auszusteigen? Gut, kann der nächste raus oder noch was warten? Gut, dann Herr Nikolai, bitte einmal aussteigen. Und das Beste ja immer eigentlich fast zum Schluss, wa, Herr Montana? Ja, das Beste kommt zum Schluss. Genau. Ivanov. Hä? Einmal zur Tür drin. Ja, ja. Sie sollten eigentlich aussteigen und ich würde das Fenster eigentlich ausstecken. Ist das ein Auto hier oder musst du noch irgendwas? Ich nutze jeden Ausgang. Oh. Und jeden Eingang. Ja, Jungs, dann noch einen schönen Abend. Ne? Macht's gut. Herr Montana, sollen wir Sie mitnehmen? Ach, was? Ja, machen Sie. Wir wollen jetzt rausfahren. Okay, komm. Ja, wir haben leider nur zwei Sitze, also dann müssen Sie, glaube ich, hier bleiben. Ich kann auch hinterherlaufen, ist kein Problem. Hey, Montana. Ich dachte, ich darf jetzt gehen. Oh, fangen Sie den Kollegen mit einmal. Spielverderber. Ah, Ray-Ban. Was denn? Was geht, Ray-Ban? Ist das denn da reinzugehen? Ja, ja. Komm aber auch wieder raus, denk dran. Ach, Ray-Ban, Mann, wie gehst du mit deinen alten Arbeitgebern um Sommer? Ich hab nie für euch gearbeitet. Hä, wer bist denn du dann? Warum hast du so eine große Klappe, Ray-Ban? Frag doch mal rum bei deinen Leuten, die kennen mich alle. Warum kenne ich dich nicht? Ich bin nicht so eine große Mama. Ja. So. Nehmen Sie mal die Hände. Ja, dann viel Glück, ne, da drin. Hat das Glück möge auf deiner Seite sein, ja? Ray-Ban. Sehen uns. Ciao, ciao. Denk dran, der Teufel ist im Nacken. Ja, ja. Weißt du? Ja, was geht, was Mann? Los? Ja, komm mal mit. Wie gewohnt, Pablo Escobar, Sonny Escobar Montana. Liebe Urlaubsgrüße, auch auf jeden Fall aus dem Knast schon mal. Freunde, ne? Uns geht's gut, mir geht's gut, ich hab alles zu. Hast du Funkgerät? Ach, Digga. Irgendwas, das wir euch da rauskriegen. Ich kann ja auch hier meine Drogengeschäfte machen, das stört mich nicht. Wie ihr wollt, Jungs. Wie viel sind wir denn? Warte, ich kann ja selbst gucken, Moment. Ich bin immer noch da, ich würde dir helfen. Ich bin da. Sonny, Funkcheck, hörst du mich? Funkcheck, yes! Auf dem Weg zum Knast, ich hole euch gleich raus. Okay, geile Sache, ja? Korrekt, Digga. Bring grad Weingut, ich lande. Wie viel seid ihr? Drei Leute? Drei, ja. Sag Bescheid, ich hab mal Dauer. Ja, ich bin jetzt auch auf Dauer senden. Ich bin jetzt an der Triadenbase. Okay. Bin gleich da. So, hallo. Ich lande jetzt. Ja, er landet jetzt. Wir werden jetzt siehst abgeholt. Ich höre dich. Ja, siehst du mich? Nein, ich sehe dich nicht. Auf dem Hauptfeld. Auf dem Hauptfeld? Das, ja. Kommt mal mit. Ich habe noch. Du hoverst? Ja. Hauptfeld? Ja, genau, da wo man normalerweise reinkommt. Komm runter, siehst du mich rennen? Ich seh dich nicht rennen, aber siehst du mich? Wir kommen. Ah, die Propeller sind bei mir aus, Mann. Ich hab Augenprobleme. Mach auf. Ist offen. Ich komm nicht rein. Ist offen. Ja, warte. Ah, ja, jetzt. Jetzt? Ja. Versuch's nochmal, Nikolai. Jetzt. Okay. Oh, Abflug. Ha! Habt ihr wohl gedacht, ihr könnt uns einknasten oder was, hä? Ist das so, meine Vision fliegt über den Parkplatz. Parkplatz. Wir haben da jetzt keine Zeit für, wir müssen uns ausrüsten. Flieg mal über, warte mal. Was ist hier unten? Das ist doch hier Jairo. Da unten. Guck mal, der eine will auch rausgeholt werden. Tja, wir sind voll, Kollege. Jairo. Ans Anwesen. Ja, alles gut. Free Montana, Free Ivanov. Tja, Satz mit X war wohl nix. Jetzt passiert was. Haben wir das mit Recht eins auf die Fresse gekriegt? Ja, keine Ahnung, was passiert, glaubst du. Ey, da sind die Bullen. Die Bullen? Hat der mal auf jeden Fall eine gefährliche Zunge. Ja, Montana. So. Ja. Was heißt Bach? Du hast ja ordentlich ein Fressbrett gekriegt, oder was? Okay. Yes, also auseinandernehmen, so auf die Art. Ja, okay. Kann hier gleich irgendwas passieren? Hier kann alles passieren, sag ich dir. Okay, jetzt passiert gut. Was. Ich bin soweit, jetzt passiert was. Oh, was passiert hier was? Oh, ich glaube, ja. Yeah, hab's geschafft!
So, weg hier. Hä? So, schönen Abend mit dir, Herrschaften. Und du müsstest verknäht werden, oder? Ich auch nicht. Macht heutzutage ambulant, oder was? Sie trägst Bullen weg, ja? Super. Ach, aus dem RTW ich raus. Glaube, der wird jetzt gleich singen. Und dann geht's los. Ja, du mit der Krawatte hier, was bauen, Alter. Ey, komm mit hier. Ja, hallo? Vor mir? Woher kennt man sich? Gestern gesehen. Hallo? Ja? Ja, in der Fahrschule. Hallo? Hörst du mich? Ja, das ist der ja. Fall, weil es meine Arbeit komm mal zur Seite darüber. Ja, sehr gut. Ja. Da in die Ecke oder so. Ja. Ey. Ja? Ich wollte dir einfach nur sagen, du hast eine richtig schöne Nase, Alter. Ja, danke. Ich finde die auch geil. Pass auf, dass sie nicht gebrochen wird, ne? Nee, das passiert schon nicht. Sehr gut, sehr gut. Da war nur die eine Kollegin, Ben. Wunderbar. Ey, Nikola, guck dir mal sein Gesicht an, ohne Scheiß. Hab ich noch nie gesehen, sowas. Aber ja, schon eine geile Nase. Auf jeden Fall, ich finde dich cool, ich mag dich eigentlich so. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich mag dich so. Wirklich, ja, wenn du Hilfe brauchst, ruf an. Sonny, was ist mit seinem Gesicht? Alter, ja, mein Gesicht ist nicht mehr zu helfen. Ja. Willst du meine Nummer haben? Ja, direkt. Drei. Ich schwöre, ich helfe dir einfach, okay? Was? Ich helfe dir, wenn du Hilfe brauchst. Okay. Okay, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, merke ich mir auf jeden Fall. Geht gut. Nicht. Dann pass auf deine Nase auf. Ja, easy, also bitte. Deine Nase ist ein und alles. Wunderbar, wunderbar. So ein Ding ist es. Trinkst du Alkohol? Ja, gerne. Ja, was denn am liebsten? Schlipowitz? Whisky und Bier. Ja, neben dir ist ein Polizist, oder? Nein. Also ich verarschen. Ja, keine Ahnung, ey. Polizist, ja? Was? Der hinten da, Mann, zum Rissen Polizist. Der singt gerade, ne, bei den Bäumen. Also ich hab den linken Polizisten so wirklich gesehen hier. War der hier, Bitte? Hallo. Ich war nie einen Polizisten hier gesehen. Ja, okay, dann. Guck mal, Lederjacke. Guck mal. Ja? Der hier im Anzug, in dem schwarzen, dunklen Anzug. So sehen Polizisten aus. Das ist ein Polizist. Ich bin Privatdetektiv. Das ist ein Missverständnis. Das ja, okay, alle, also da macht mich ein bisschen nachdenklich. Du bist. Man sieht mich zwar bei der Polizei, aber ich helfe da nur aus. Also ich bin privat. Aber ich habe mir so gedacht, hier Moment so mal kurz. Der Gruppe geradeaus. Okay. Ich muss glaube ich mal los. Ich muss glaube ich mal weg hier. Warte, du bleibst hier. Ja. Bleib hier. Ja, sorry, Kumpel. Bleib mal ganz kurz stehen. Ja, bitte, was ist denn, Sir? Wie ist denn Ihr Name? Mein Name? Ja. Ich heiße Luigi. Luigi? Ja. Ach so. Kennen wir uns, Sir? Ich weiß nicht, ja, vielleicht. Kann sein, dass gleich Action am Würfel Luigi. Ich habe vielleicht diese Geheimnisse verkauft, das ist der Olivenöl in Tomaten. Warum hast du jetzt auf einmal so einen komischen Akzent? Bitte was? Den Akzent hattest du eben noch nicht. Doch, ich spreche nicht mehr mit Akzent. Das ist nämlich der Nachteil, wenn man absticht. Okay. Luigi, wollen wir mal kurz schnacken? Bitte? Wollen wir gleich mal ein bisschen schnacken? Was ich versuche in diesem Auto haben dieses Auto? Auto vermieten? Ja? Ja? Was für Auto willst du denn mieten? Ja, Centorno. Centorno? Ja, ja. Ah. Ja, ich kann dir gleich zeigen, wo das Auto steht, wenn du willst. Ja. Okay, wartest du eben kurz? Ja, warte. Warte hier ganz kurz, genau. Ich gehe nur kurz Automat, dann geht's. Nein, warte ganz kurz hier, okay? Okay. Warte einfach hier. Okay. Ja, ich komme in einer Minute. Hey, Ray. Ja? Komm mal her. Ach, Moment, was? Wie war dein Name? Was? Wie war dein Name? Raymond, komm mal her. Oh. Ich glaube, die meinte nicht mich, ich bin Luigi. Ah, okay. Ich bin doch weißt Luigi. Du, was du jetzt machst? Ja. Leg mal dein alles weg, was du hast, so Funkgerät, Handy und so weglegen, weißt du Bescheid, jetzt okay? Warte mal, ich bin doch Luigi. Ja, Schnauze, leg dein Handy und Funkgerät weg, okay? Passiert, leg jetzt weg, jetzt weglegen. Jetzt Handy weglegen, ja? Ja, okay. Leg dein Handy jetzt weg und dann wo Funkgerät auch. Hinlegen? Einfach wegschmeißen. Jetzt. Wohin? Jetzt auf den Boden wegschmeißen, treten. Oder ich zertrete also, dich, okay? Sonst? Darf ich dir vorher was geben? Keine Leg dein scheiß Handy jetzt weg. Warte, ich geb dir was Kleines. Und Funkgerät. Guck mal hier, oh, warte, das geht gerade nicht, du klemmt. Ich glaub, da passiert was. Guck mal, ich hab was für dich hier, guck mal her. Ey, pack den Typ ein da, pack den ein und bring den um die Ecke, der hat gesagt, der hat mich mal gefickt, das ist Ray Malone oder so. Polizist, Drecksbulle, den muss gekillt werden, mir scheißegal. Wo ist er? Ja, hier bei mir, Digga, am Würfelpark. Haut ab. Ey, lauf dir bitte her, haut ab! Lauf dir bitte her, Mann, was lasst ihr den gehen, Digga, seid ihr dumm? Ist euer fucking Ernst, Digga? Jetzt habt ihr den gehen lassen, Alter. Ich hab gesagt, pass auf den auf. Der steht doch hier vorne, Sonny. Sonny, ist hier vorne. Hier, komm mit. Der steht da hinten, Mann. Der steht hier hinten. Da läuft er, leider. Da passiert auf jeden Fall was. Der ist schon weg jetzt. Nimm den mit, pack den ein, Digga. Pack den ein. Du hast den verwechselt, du Depp. Das ist Ray Malone, ist das. Ja, du hast den verwechselt. Nein, das war. Du hast. Der falsche ist weggelaufen. Der ist bei der Kopfkarre.
Achso. Ich habe es nicht ganz verstanden, was da los ist. Können wir jemanden helfen? Und wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Mann, der kommt gerade nicht tot! Mann, ihr habt's verkackt, ja? Ihr habt's komplett verkackt. Du hast gesagt, der ist weggelaufen. Einer hat gesagt, der ist weggelaufen, irgendein Vollidiot. Du Idiot, da guck ich sie. Sonny Kadett 813, damit du es weißt. Was machst du hier? Jetzt zieh dir meine Hose an. Was war das? Der Typ ist weg. Der sitzt nicht in der Kopfkarre. Guck mal, ich hatte ihn richtig an den Eiern, ne? Ich kenn seinen Namen, ich weiß, wo er ist. Ja, ich auch, Digga. Guck mal. Du, mach einen Abflug, du störst meine Privatsphäre, du Polizist. Ich möchte in Ruhe reden, danke. Ach. Darf ich in Ruhe reden? Sonny. Was Sonny, hör doch Courage nicht, dass Amelie die ganze Zeit schlägt, dass er nicht in dieser Karre sitzt. Wo ist er? 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 Nimm ihn doch mit. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? In der Kopfkarre sitzt er auf jeden Fall nicht drin. Wo steht er genau? Gib doch den Standort durch, dann fick wen. Der muss irgendwo bei euch sein. Nein, Bruder, von mir. Der ist hier nicht. Sonny, hör mir gut zu jetzt. Ich höre dir zu. Der eine Bulle denkt, dass ich ein Bulle bin. Was? Ja, yeah, ich hab eben mit dem hier so ein bisschen so gelabert und so. Die fahren gerade weg, guck. Ah, das ist gut, ja. Die denken, dass ich ein Kollege bin. Nutz das aus. Okay, ja. Okay. Bitte lass uns diesen Typ schnappen. Ich rühre mich jetzt um, okay? Ah, Sonny, das kriegen wir hin. Die Dame? Kompliment aussprechen. Die Dame, hallo? Die hat keine Zunge. Wie, die hat keine Zunge? Ja, die hat keine Zunge. Ja, soll ich eine verpassen? Wie, sie hat keine Zunge? Ich wollte fragen, ob sie professionelle Baseballspielerin. Warum schlägst du mich? Du kannst doch keine Frau schlagen. Ich kann alles, okay? Was willst du mir vorschreiben? Okay, also kann die Dame jetzt reden? Nikolai hat der Melone weiße Hemd und eine Anzugsweste. Kann ich aber besser. Nein, nur das weiße Hemd. Ey, hier war eine Frau auf jeden Fall, die hat den Typ gerufen mit dem Namen. Deswegen will ich gerade die Frauen hier, die Stimmen hören. Das war die Dame in dem grünen Oberteil und dem Rock. Grünes Oberteil Rock, wo? Die ist Grove. Boah, ja. Raus als Alten. Raymond, ja, endlich ist der weg, der Kleine. Aha, die ist Grove. Da ist sie. Gehört, Leute, SMPD gerade. SMPD und die Frau ist wahrscheinlich Valeria Grimes, ne? Ey, Sonny, krass ist Bruder. Ja, Bruder? Ich hab den Würfel mitgebracht. Ist Sonny Bock, um Geld... Hä? Geld zu würfeln? Ja. Hohe Summen. Boah, Digga. Ich lebe von Rente, Digga. Ich hab nichts. Bruder, lass einmal Legendenwürfel machen. Eine Million. Eine Million, würfeln. Digga? Hochgewinn. Echt? Boah. Bin dabei, Bruder. Bei dir kommt Fluss rein, bei mir kommt Fluss rein. Gehen davon nicht unter. Sollte ich gewinnen, spende ich dir eine Million in Frack. Sollst du gewinnen, keine Ahnung, kannst du deinen Jungs verkaufen. Oder wir beide behalten das. Ich hab grad ganz kleine Eier, Digga, bin ich ehrlich. Okay, ja, dann lass es besser. Dann lass. Oder sollen wir machen? Bitte? Oder sollen wir es machen? Ja, okay, komm, mach, scheiß drauf. Eine Million. Schuldgeld. Bin mal gespannt, Digga. Ich hasse es, um viel Geld zu würfeln, ja? Komm. Komm mal ran. Wo ist er? Hä? Er ist hinter dir, Bruder, hinter dir. Hä? Leid. Wo, ich seh ihn gar nicht. Hä? Was war denn das, Digga? Alter, das war ja mal richtig komisch, Digga. Hä? Wie hat der das, Bruder, jetzt gemacht? Digga, ich versteh nicht. Aber ich hab ihn ganz kurz gehört und dann war auch ganz kurz da, wie so Geist, Digga, ja? Ich schwör. Oh, pass auf, Bruder. Oh, Digga, ich... Du bist ein Millionen. Ich bin ein Millionen schwer, ja, Mann. Kleingeld hier. Ja, moin, Digga. Digga, ich brauch Verbandskasten, sonst bin ich gleich RIP, ja? Ja. Joa, dann mal um eine Mille würfeln, Digga, ne? Hab ich gehört. Okay, Achso. Ja, gut. Okay, pass auf, machen wir ein paar Regeln. Also, wie gesagt, einmal würfeln. Ja. Die höchste Zahl gewinnt natürlich. Ja. Sollen wir das mit der Option machen, dass der Verlierer doppelt oder nichts machen kann? Doppelt oder nix? Quasi, ich gewinne. Ja. Für eine Mio jetzt von dir. Und dann bitte. Ey, Entschuldigung! Sorry. Sonny dreht. Sonny will schon mal zittern. Pass auf, ich gewinne. Ja. Krieg quasi deine Mio. Aber du sagst, hör mal zu, ich will meine Mio zurück versuchen. Genau, ich sehe mich fast wieder vorm Novoline-Automat. Ich muss überlegen. Digga, lass einfach um eine Mille machen. Also ja, scheiß drauf. Bin sonst süchtig und dann ist vorbei, ja? Dann bin ich bei 0 Dollar. Okay, Digga. Auf jeden Fall RIP, ne? Auf jeden Fall ehrenhaft. Dann, ja, auf jeden Fall. Okay, dann. Dann würfel ich zuerst. Genau. Okay. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, Digga. Oder. Aber du kennst mich, ich hab nur Pech, ja? Du kennst mich, ich hab nur Pech. Guck jetzt. Seit. Oh shit, Digga. Oh shit, mein Finger zuckt, Digga. Ich schwör. Oh mein Gott, Digga. Ey, für dieses Geld, Digga, weißt du, was da, was manche machen würden? Die würden dir einen Monat lang den Arsch abputzen, Digga. Ein Leben lang sogar. Okay, Digga, ich bin bereit, ja? 3, 2. Oh shit! Ich bin gefickt. Ich wusste es. Ist kein Problem, Digga. Hier, eine Million, komm. Ja, aber klar, Digga. Ich hab nur Pech bei so einer Scheiße. Ist kein Problem, aber ich würde sowas nicht. Bruder.
Ehrenhaft, ja, ehrenhaft. Du bist der Erste, der sich gegen mich getraut hat. Ja, bitteschön. Salü, salü, Digga. Okay, so, nee. Doppelt oder nix? Ne, ich bin raus, Digga. Okay, dann lass uns aber testweise machen. Warte. Pass auf, Sonny würfelt ein. Warte. Ich seh's. Da kommt minus 3, Digga, safe, ja? Minus 3. Guck! Oh. Bruder, ich sag doch, ich bin nur gefickt bei so einer Scheiße. Ich hab da gar keinen Bock nochmal drauf, ne? Aber das ist nicht schlimm, Digga. Ich will mal 500.000 wieder. Dafür, also, dass der Ehrenmann ist. Nee, behalt, ist okay. Also, ja, ich hab komm, verloren, ja, Digga. Nein, ich hab verloren, Digga, ist gut. Doch, komm her, ich gebe das Geld wieder. Bruder, lass das Geld stecken, Digga, das ist okay. Ja, komm her. Schau doch nee. Komm her. Hau ab, Digga. Wer von euch allen hier ist der Krasseste? Wer also raucht von wo? Von denen hier, Nikolai. Danach kommt raucht Sonny, wo, Digga. Und dann kommt Kleid. So, wer will Schuhe geputzt haben? Eine Frage. Wo wir Speedy schwimmen? Holy shit. Ich gehe als Priester gerne rein und bete. Ich will den Typ haben, Alter. Sonny. Ja? Der steht allein, der steht vorm Piri. Vor mir, ja, dann stürm. Er steht vorm Piri. Ja, ruf ihn an, sag, du stirbst, wenn du direkt nicht in 5 Sekunden Würfelpark bist und dann knallst du ihn weg. Guck mal, das Ding ist, meine Kraken sind schon überall ausgefahren, ne? Ich krieg ihn heute noch, ich weiß es. Wenn es so nicht funktioniert, mal, dann anders. 5 Sekunden, Alter! Dann ruf an. So lange, beweg dich! Dann ruf Amelie an, soll Sniper, Squads packen. Wir brauchen jetzt den Zauberlehrling. Macht euch mal bereit hier, zieht euch mal an und macht euch mal ready kurz, bitte. Alles klar. Also ihr habt das SWAT gleich ready? Hoffentlich, ja.